Es ist Zeit, auch mal Danke zu sagen an euch. Und viele nehmen es immer so selbstverständlich oder sowas, YouTuber oder so. Und das ist irgendwie überhaupt gar nicht so, weil ich bin so krass dankbar, dass du, jeder Einzelne von euch jetzt gerade eingeschaltet hast, die Videos von mir likest, kommentiert und gegebenenfalls sogar teils rumspricht und so weiter und auch mich unterstützt, indem ihr meine Produkte kauft und solche Sachen. Das ist nicht selbstverständlich, auf keinen Fall, denn davon lebe ich halt, und davon bin ich so dankbar dafür. Und deswegen habe ich hier was ganz Schönes wieder. Oh, ich glaube, das ist schon der vierte, den ich verschenke. Das ist wieder ein Angel Juicer, den ich verschenke. Und den habe ich nicht gesponsert bekommen oder sonst was. Ich möchte einfach Danke sagen dafür. Den verschenke ich, diesen Entsafter, für über 1000 Euro. Und alles, was du dafür tun musst, ist beim nächsten Video, das kommt wahrscheinlich Mittwoch oder Donnerstag, schlimmster Fall Donnerstag, eher Mittwoch um 18 Uhr raus. Und dann, die in der ersten Stunde kommentiert haben, innerhalb von der ersten Stunde kommentiert haben, der werde ich dann darauf in dem Video drei Leute bekannt geben, und der mir am schnellsten die E-Mail geschrieben hat, der wird das Ding hier gewinnen, ja. Danke an dich nochmal, wirklich danke, dass du meine Videos likest, danke, dass du meine Videos kommentierst, danke, dass du meine Videos teilst und vor allem danke auch, dass du über vitasomal.de auch kaufst. Wir werden übrigens bald anders heißen, Vitasomal wird es bald nicht mehr geben, sondern wir werden einfach nur den Namen ändern, alles bleibt gleich, ne? Nur den Namen ändern. Genau, damit ihr wisst, und danke dafür einfach, dass du mich so unterstützt und dass es alles möglich gemacht hast. Ich wollte dir wirklich vom Herzen danken und ich hoffe, dass ich bald jemanden damit glücklich machen kann, und das wird auf jeden Fall noch öfter passieren nächstes Jahr, dass ich euch einfach danken sagen möchte. Mega, mega, danke schön. Es ist nicht selbstverständlich, dass du jedes Mal einschaltest, kommentierst und so weiter, mich unterstützt beim Kaufen und so weiter. Also es ist einfach mega krass, danke, und ich hoffe, ich treffe jemanden, den ich glücklich machen kann damit. Danke vom Herzen, Patrick. Jetzt geht's aber los mit dem Video. Viel Spaß dabei. Wirklich gute Lebensmittel sind wirklich teuer. Viele Menschen bewahren deshalb ihr Obst und Gemüse im Kühlschrank auf. Oder draußen. Willkommen in Deutschland. Immer mehr Menschen trinken frisch gepresste Säfte oder Smoothies oder Rohkostsalate. Doch wie viele vielleicht nicht wissen, verschenken sie hier einen Teil der Nährstoffe und rauben dem Körper sogar noch Energie dabei. Wenn du etwas Kaltes konsumierst, dann wird dein Körper einen Teufel tun, um diese kalte Plörre aufzunehmen. Er muss es erstmal auf Temperatur bringen, damit er nicht eine Art Fremdkörper für ihn ist. Meine Meinung ist bis heute diese, dass wir ursprünglich einmal am Äquator aus der Gegend herkamen, wo alles ca. so um die 30 Grad hat. In einer Studie wurde untersucht, 400 ml Orangensaft, 3 Grad Celsius, 37 Grad Celsius, das heißt Körpertemperatur, oder 50 Grad Celsius. Wir sehen hier, es dauert bis zu einer halben Stunde, bis das Heiße im Körper auf Körpertemperatur ist und das Kalte ebenfalls. Das Problem ist jetzt, dass Warmes und Kaltes viel länger im Magen bleibt, weil der Körper muss es heizen bzw. abkühlen, bevor es in den Darm passieren kann, denn dort werden die Substanzen auch suffizient verarbeitet, die auf Körpertemperatur sind und absorbiert. Das heißt, die Nährstoffe müssen viel länger in der Magensäure sein und jener ausgesetzt sein, wie eigentlich nötig. Und dies ist sicherlich nicht förderlich, denn wie wir wissen, ist die Magensäure eine sehr, sehr starke Salzsäure. Auch in anderen Studien, wie auch davon berichtet, dass die Temperatur einen Einfluss auf die Magenentleerung bzw. die Weiterleitung hat, und es ist wissenschaftlich bewiesen. Man muss verstehen, der Magen und die Magenentleerung ist ein sehr, sehr komplexer Bereich. Der Magen muss entscheiden, ob es lange genug im Magen darf und darf den Darm nun weiter passieren, damit die Bakterien nicht überfordert sind mit zu großen Mengen. So hängt dies ab von der Osmolarität, das heißt Zuckerhaushalt, Salzhaushalt, im Geringen sowie Temperaturen, sowie Volumen und sogar die Säurequantität, indirekt der pH-Wert. Ihr seht, man kann sich jetzt ziemlich verrückt machen über die perfekte Verdauung. Doch es gibt eine ganz einfache Regelung. Für mich, unverarbeitet, so stimmt immer das Volumen, das heißt die Menge, die der Körper wirklich braucht, um die perfekte Messung durchzuführen. Denn zum Vergleich, man müsste ca. 1,5 Kilo Grünzeug essen, um auf die Kalorien von einem halben Snickers zu kommen. Daher die Volumina-Schwindelei. Trink und iss lieber bei Körpertemperatur, so erleichterst du deinem Körper enorm das Aufheizen
und gibst ihm mehr Nährstoffe, die kürzer in der Magensäure gebrutzelt haben. Und vor allen Dingen, was viele nicht wissen, die Thermogenese, das heißt die Aufrechterhaltung der Körpertemperatur, ist das, was deinem Körper die meiste Energie von allen Körperfunktionen abverlangt. Gerade der Kopf jetzt im Winter, denn der Schädel befindet sich außerhalb der Körperhöhle. Ja? Von daher sollte man die sich immer bedecken, denn das kostet dem Körper am meisten Energie, den Kopf auf Temperatur zu halten. Noch ein kleiner Tipp von mir. Tipp, wenn du etwas sehr, sehr Kaltes noch trinkst, trink ein heißes Getränk hinterher. Und du wirst sehen, wie gut es dir tut und was für eine Erleichterung für deinen Körper es sein wird. Ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Anreiz geben und dich motivieren, deine Getränke einmal und Speisen vor allen Dingen warm umzustellen, und dein Körper wird es dir danken. Ich persönlich finde es so viel angenehmer und ich merke, ich kann meine Säfte schneller trinken, denn sie verweilen nicht mehr ewig im Magen und sie oxidieren nicht so schnell, da ich sie schneller auftrinken kann. Ich hoffe, ich konnte dich wieder etwas inspirieren und vor allem etwas lernen konntest du. Dann würde ich mich sehr freuen über einen Daumen nach oben von dir und den Kanal abonnieren, dabei auf die Glocke drücken, damit immer informiert wird, was neues Video kommt. Und ich würde mich eben freuen, euch auf vitasomal.de zu sehen. Meine Liposomal-Supplements bis 4- bis 5-fach höherer Bioverfügbarkeit. Viel Spaß dabei. Ich hoffe, wir sehen uns gleich auf vitasomal.de. Dankeschön fürs Zusehen. Ciao.